Ein herzliches Glück auf Kanal 9 Erzgebirge. Heute stehen wir wieder an der Weddingstraße in Brand-Erbesdorf und das hat einen ganz bestimmten Grund. Unser Beitrag von vor ein paar Wochen warf bei einem Zuschauer oder Zuseher eine Frage auf, und zwar, es gibt ja hier keine Markierungen drauf. Die Weddingstraße hat drei Spuren, eine zum Parken, eine zum Geradeaus- und Rechtsabbiegen und die linke Spur nur zum Linksabbiegen. Das heißt, derjenige, der geradeaus fährt, ganz klar, bleibt auf der rechten Seite. Der rechts abbiegt in die Kühlstraße, bleibt auf der rechten Seite. Und der nach links in die Kühlstraße abbiegt, der ordnet sich vor der Kühlstraße nach links oder setzt sich nach links ab und biegt dann links ab. Am Ende der Straße ist es dann etwas anders, weil da ist der Rechtsabbieger, derjenige, der sich rechts einordnet, und geradeaus und links hat man auf der linken Spur zusammengefasst. Da gibt es tatsächlich nur zwei Spuren. Aber die Frage des Zuschauers betraf ja die Stelle hier oben. Und zwar ist das nicht markiert, aber dadurch, dass die Straßenbreite es hergibt, kann man das so machen oder sollte man es so machen, damit einfach der Verkehr auch flüssig ist und alle wissen, wo muss ich jetzt in der Situation hinfahren oder wo fahre ich hin? Weil das kann ich ja durch mein Fahren, indem ich mir auf die entsprechende Spur stelle, ganz deutlich zeigen, jawohl, ich fahre rechts oder biege ab oder ich fahre links und biege links ab und setze mich da zuvor ab. Wie in jedem Jahr beginnt wieder die Schulzeit. Und mit der Schulzeit verbunden auch die Einschulung der Erstklässler. Auch hier in Brand-Erbesdorf ist es wieder soweit. Die Grundschulen werden wieder mit ersten Klassen befüllt. Und das Problem, worauf ich ansprechen möchte, sind die Steppkes, die dann halt vom Weg nach Hause oder von zu Hause zur Grundschule laufen müssen. Beziehungsweise laufen sollen. Weil es geht ja auch darum, dass man entsprechende Verkehrserfahrung erfährt und dass die Eltern nicht immer die Kinder bis zur Schule fahren. Wir stehen hier auf der Ecke Zugerstraße, Wettinstraße, und die Situation ist die, dort müssen natürlich die Kinder die Straße überqueren. Hier bitte einen Tipp an die Autofahrer, dass sie dort einfach auf die Kinder achten, die vielleicht ein bisschen unsicher sind, in den Morgenstunden dann auf dem Weg zur Schule sind, weil ein bisschen Aufregung ist ja auch dabei. Je nachdem, ob die Schule das geordert hat, die Kinder sind mit roten Basecaps ausgerüstet von der DEKRA, denen ich hier nochmal danken möchte, dass sie uns diese zur Verfügung gestellt haben. Also sehen Sie die Kinder mit den roten Mützen, dann Fuß weg vom Gas. Wir wünschen allen Schulanfängern eine schöne Schulzeit.